Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Fallout 76 Wastelanders. Und wir haben hier eine tote Brandbestie, die ich nicht selbst getötet habe. Das waren hier definitiv die Siedler, würde ich mal wetten. Ohne Melone. Okay, wir müssen noch ein paar mehr Leichen untersuchen. Diese Person war ziemlich stark verletzt. Glück 8. Nicht, dass ich das hätte. Wäre schön gewesen. Die Leiche untersuchen, schauen wir mal. Nach einer kurzen Untersuchung der Leiche entdeckst du schwere Fleischwunden. Die Person wurde wahrscheinlich direkt von einer Brandbestie angegriffen. Das ist aber auch kein schönes Schicksal, Leute. Okay, schauen wir mal hier. Wahrnehmung 8. Unter der Leiche nachsehen. Getränk mit Blut, mir fällt aber nichts auf, weil ich nicht genügend Punkte habe. Die Leiche untersuchen. An der Leiche gibt es nichts Besonderes zu entdecken. Du bemerkst jedoch eine nach Nordosten führende Fußspur. Vielleicht lebt Aubrey noch. Okay. Uiuiui. Ich nehme mal eben ein paar Patronen mit. Oh, hier ist auch noch was drin. Hoppa. So. Du darfst ruhig sterben. Da habe ich kein Problem mit. Wo kommen denn jetzt hier noch mehr her? Hallo? Ich schieß direkt auf dich. Was soll der Shit? Erstmal nachladen. Sag mal, wie viele kommen denn da jetzt noch? Vor allem, was ist das hier bitte für ein krasses Vieh? So. Irgendwo ist da noch einer. Versteck dich nicht, du mieses Vieh. So, jetzt haben wir dich. Alter Schwede, ey. Voll lästig hier. Okay, hier war nichts mehr. Ich hatte mich hier gerade beim Pilfern betätigt und schon wird man hier gleich mal wieder angegriffen, ey. Nicht nett, Leute. Nicht nett sowas. So, habe ich hier irgendwas drin? Nope. Also, Kühlmittel können wir aber mitnehmen. Bierflasche, Hundefutter in der Dose, das ist immer schön. Okay, hier gibt es irgendwo im Nordosten eine Ecke, wo offensichtlich sich jemand versteckt hat. Also hoffentlich der Arzt. Aber ich muss sagen, die neue Kampfflinte hier, die gefällt mir auch sehr gut. Tut ganz schön weh. Dumm-di-dumm. Mal gucken, ob ich die gleich noch ein bisschen modden kann. Ups, erstmal den Berg hochkommen. Puh, immer diese anstrengenden Bergaufrennereien. Ah, vielleicht war hier mal ein Bergwerk oder sowas. Oder irgendeine Hütte. Nee, hier ist eine Tür, die in den Fels reinführt. Okay, irgendjemand hat sich hier eine Höhle gebastelt. Sehr viele neue Patronen. Nehme ich mit. So, gehen wir doch mal hier rein. Abgeschiedene Höhle. Na, die ist aber sehr abgeschieden. Okay, hallo. Irgendjemand da? Ich töte dich auch nicht. Ich senke mal meine Waffe. Hallo. Du bist bestimmt Aubrey. Weg da! Bist du eins von diesen Dingern? Sag schon. Nee. Die Dinger, die mich, die verbrannten? Nee, Paige hat mich geschickt. Ach ja? Hab dich noch nie gesehen. Bist du von hier? Heftiges Willkommenskomitee, das muss ich dir lassen. Was? Wir sind aus dem Nichts auf uns losgegangen. Schreie, Schüsse, Kipps, eingeschlagener Schädel. Gott, keine Ahnung, wie lange ich hier schon bin. Ich hab wohl gehofft, dass alles nur ein Albtraum ist. Bleib lieber hier, du könntest infiziert sein. Was? Eine Krankheit hat diese Dinger erschaffen? Wie wird das übertragen? Tröpfchen? Berührung? Die haben mich nicht berührt, ich schwör's. Okay. Ich könnte dich untersuchen. Willst du das Risiko eingehen? Ha, das ist natürlich geil. Ich kann hier nichts auswählen. Ah. Puh. Aber gut, dann. Bleib lieber hier, bis jemand nach dir sieht.
Ach, ich nehme jetzt mal das hier. Geht klar. Er weiß, dass ich Arzt bin. Er wird auf mich hören. Und danke. Ich kenne die Details der Krankheit nicht, aber ich bin verdammt froh, lebendig davonzukommen. Okay. Ja, der wirkt jetzt Ja, auch so ein treffen wir bisschen. uns da. Ich muss mich ausruhen. Okay, gut. Das ist doch mal schön. Wir haben ja auch hier lang genug gearbeitet. Oh, Hundefutter in der Dose. Nehmen wir das gleich mal mit. Fancy Lads ist auch okay. Machen wir gleich mal ein bisschen Licht, dann sehen wir auch mehr. Ha. Nee, nichts Gescheites mehr, was wir irgendwie bräuchten. Eine Schnapsflasche, ja super. Nee, danke, lass mal. Oh, ist hier was drin? Nope. Gut, dann gehen wir jetzt zurück nach Foundation. Denn da haben wir ja noch ein bisschen mit dem Page zu reden. Und von hier aus geht ja auch das Teleportieren sehr gut. Dann muss ich nicht nochmal ein Ladescreen machen. Hey, und hier sieht ihr mich in meiner schicken Responder-Sanitäter-Klamotte. Ah, die Responder. Ja, die Raider schauen auf sie herunter und sagen, die sind bescheuert, aber ich muss sagen, ich finde diesen Versuch, in einer kaputten Welt irgendwo noch was Gutes hinzukriegen, ziemlich schön. Ich weiß nicht, wäre ich in einer Welt unterwegs, die einfach nur scheiße ist, mit vielen mutierten Viechern und sonst irgendwas, ich würde so eine Art von Hoffnung sicherlich gerne haben wollen. Und natürlich weniger Ladescreens. Das wäre toll. Okay, also Foundation. Oh, jetzt stehen wir auch mal hier vorm Haupteingang. Das ist natürlich schön. Oh, hier haben sie sogar ein Schild. Hallo. Tut mir leid, keine Zeit zum Plaudern. Ja, ist okay. Oh, das sieht nachts bestimmt cool aus, wenn das Licht hier brennt. Wir haben uns ja irgendwie von der anderen Seite rangeschlichen, glaube ich. Welcome to Foundation. Ach, das ist aber nett. Hier werde ich wenigstens nicht die ganze Zeit angekackt. Das ist Foundation. Keine Kämpfe, kein Diebstahl, kein Ärger. Oh, und kein Gefluche vor den Kindern. Okay. Was ist das für ein Ort? Foundation, das neue Zuhause für Siedler, die im Ödland frei und sicher leben wollen. Kann ich hier leben? Upsa. Zurzeit gibt es zwar nur wenige Unterkünfte, aber du kannst dich uns gerne anschließen. Wer ist hier verantwortlich? Offiziell keiner. Aber wir alle hören auf Paige. Er hält uns auf Trab, Vielleicht ein denn hier Wort gibt mit es dem viel zu Personal tun. für mich. Paige ist drin. Er ist ziemlich beschäftigt. Falls du helfen willst, solltest du zuerst zu Ward gehen. Okay. Dann hau ich jetzt mal ab. Tschö. Na? Dankeschön. Du hättest ja auch wenigstens Tschüss sagen können, Könnte Kumpel. ein bisschen Schrott zusammensuchen und Davy ein Spielzeuggewehr basteln. Endlich mal ein schöner Tag. Ja. Ich habe viele Freunde hier in Foundation, aber noch niemand Besonderen, wenn du verstehst, was ich meine. Echt Ist das eine schade mit den Anmache? Luca-Tepper-Spielständen. Und Okay. wieder ein anstrengender Tag. Du stehst doch die ganze Zeit hier nur blöd rum. So anstrengend kann das nicht sein. Okay, gucken wir doch mal, wie das hier so weitergeht. Die Raider-Gruppen in Appalachia sind wahre Plünderprofis. Sie erwiesen sich als erstaunlich einfallsreich, wenn es darum ging, Technologie, irgendwas. Verdammt. Dieses Mal war der Ladescreen zu schnell für mich. Aber es ist okay. Niemand mag Ladescreens. So, Paige, ich hab da mal was, für dich Warst du zu schon sagen. bei Aubrey? Yep. Aubrey war der einzige Überlebende und befürwortet die Impfung. Er dürfte bald wieder hier sein. Verdammt! Ich muss wohl ein paar schlechte Nachrichten überbringen. In Ordnung. Wenn Aubrey es sagt, stimme ich zu. Ich unterhalte mich mit ihm, sobald er zurück ist. Falls du neue Vorräte brauchst, solltest du zu Sunny gehen. Nach all diesen Strapazen kannst du dich auch bei uns aufs Ohr hauen. Halt dich erstmal an deinen Teil der Abmachung und bring uns den Impfstoff. Okay, so machen wir das. Yay! Na, das war jetzt deutlich leichter als das mit den Raidern. So, mal gucken, was ich hier kriege als Belohnung. Hoffentlich irgendwas Cooles. Ja, Drogen. Und ein neues Level. Ja! Oh, das lohnt sich. Das ist ja mal richtig gut.
Dann gehen wir doch mal nach oben und schauen uns noch ein bisschen um. Ich glaube, ich habe noch nicht alles gesehen und ich sollte auch mal mit Ward reden. Der Typ, der da rumgelegen und geschlafen hat. Wäre vielleicht ganz gut, den mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und hey, hier haben wir ein bisschen Cosplay für die Responder gemacht. Bei toten Supermutanten. Ach, das war schon witzig. So diese Anfänge bei Fallout 76, da erinnere ich mich gerne dran zurück. Denn wir sind als Gruppe durch die Gegend gerannt, haben alles erkundet. Und meistens auch noch richtig schön auf den Sack gekriegt. Aber hey, so gehört sich das. Ach ja. Ich mag das Spiel immer noch. So ist es halt. Gegen alle Leute, die irgendwie rummotzen und das blöd finden. Ich mag's. Gewöhnt euch dran. Was soll ein Eumel eigentlich sein? Du bist ein Eumel. Ich kapier's nicht. Morgen. So, wo ist denn dieser Sunny? Die Blutadler sind ein gefährlicher Ableger der Raider. Die vertragen sich nicht mit der Gruppe in Crater. Was auch gut so ist, sonst hätten wir ein echtes Problem. So, wer bist du? Wie geht's dir? Sie brauchen das. Ihre Hardware ist Ich könnte echt grad was zu essen vertragen. Ein fettes Sandwich. Hallo, das ist doch witzig. Mal schauen, was er mir verkaufen könnte. Ein Plasmagewehr. Er hat zumindest ein paar Waffen. Okay, Sunny. Nichts, was ich bräuchte. Wer bist du? Hä? Noch ein Sunny? Wieso gibt es hier mehrere? Sie verpassen etwas. Haben Sie Angst? Kaufen Sie bei Sunny. So, okay, Sunny, dann lass uns doch mal ein bisschen reden. Hallo, ich möchte gern handeln. Och, Junge. Wieso ist das so schwierig, von hier irgendwie zu handeln? Ha. Egal, dann lassen wir das. Morgen. Tag. So, wo war denn jetzt Ward? Oh, ich hab solchen Muskelkater. Der Aufbau ist ein Knochenjob. Ward war doch hier hinten irgendwo. Muss schlafen oder was trinken? War der nicht hier? Das war doch in diesem Laden mit der coolen Aussicht. Ah nee, hier ist er. Hallo Ward. Endlich hat jemand den Mumm, uns zu helfen. Wir haben bemerkt, dass eine unserer Geschützturmsteuerungsplatinen weg ist. Und damit meine ich, sie wurde gestohlen. Okay. Wenn du das zurückbringst, sind wir dir so dankbar, dass wir dich bezahlen. Klingt gut. Ausgezeichnet. Zum Glück statten wir solche empfindlichen Sachen mit Tracking-Sendern aus. Ich kann dir den ungefähren Ort nennen, aber die genaue Position erhältst du erst, wenn du näher dran bist. Okay, krieg ich hin. Außer es ist irgendwo am Arsch der Welt, wo ich noch keinen Sprungpunkt habe. Weil dann musst du selber gehen. So, wo müsste ich denn hier hin? Folge dem Weg der Aufseherin. Wo könnte das denn in Wetter sein? Oh ja, bei Westtick. Kommt, Leute. Im Ernst? Geht einfach weg. Macht mich nervös. So, aber ich glaube, ich bin jetzt questtechnisch so weit, dass ich mit der Aufseherin reden muss. Genau. Also zurück zur Aufseherin. Mal abgesehen davon. Ihr habt einfach die schönere Ecke, finde ich. Auch wenn das mit dem ganzen Holz natürlich nicht die beste Lösung ist, weil ich würde mal wetten, dass die Raider ziemlich scharf drauf sind, euch die Bude hier unterm Arsch wieder anzuzünden. Barracks, okay. Gibt's hier auch so ein Chef für die Sicherheit oder so? Oder kann ich hier erstmal klauen gehen? Nee, kann ich nicht. Ach, ihr seid aber ganz schön geizig hier. Erkennungsmarken? Nee. Gibt's hier keinen Sicherheitschef? Oder so? Irgendwen, der hier verantwortlich ist? Nee, das ist eine Wache? Okay. Oh, jeder sieht, dass du auf Camps bist. Schlaf dich aus. Was? Ich bin doch nicht auf Camps. Was hast du für ein Problem? Ich benutze die ganz selten. Also im Ernst, Leute. Ich bin doch hier nicht auf Camps. So, hier ist nochmal ein... Bist du auch noch ein Sunny? Okay, noch ein Sunny. Warum heißt die alle gleich? Okay, du hast auch nur Essen. Ich hab Tatos so satt. Ich weiß, die sind pflegeleicht, aber ich hätte gern mal Abwechslung.
Tja, ich hätte gerne auch so viel. Ein Geldscheißer wäre auch eine geile Sache. Ich krieg nur keinen. Also gut, dann hüpfen wir mal in Richtung Aufseherin zurück. So, hier. Hier ist auf der Karte. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht in unser Revier eindringen. Plöpp. Und da gehen schon wieder die Kronkorken dahin für tiefe Sprünge über die Karte. Hm. Ach ja. Ich stehe doch da drauf, wenn ich mein Geld für sowas ausgeben darf. Ich glaube, ich muss bei Zeiten mal anfangen, diese Perk-Karten zu horten, mit denen dann die Reisen viel billiger werden oder so. Wobei, es gibt wichtigere Karten. Also das sind immer so Sachen, die habe ich eigentlich nie geholt, weil ich mir immer dachte, das ist so sinnlos irgendwie. Weil ich meine, irgendwann verdient man eh genug Geld und ja, macht sich darüber dann nicht mehr so mega die Gedanken. So, und gleich nochmal ein Ladescreen. Oh Mann. Aufseherin, hat man dir schon mal gesagt, dass du in einem Kommunistenhaus wohnst? Der rote Stern hier ist schon ziemlich verdächtig. Hundefutter in der Dose. Oh, ich kann hier gleich mal Zeug mitnehmen. Cool. Vielleicht liegt ja hier irgendwo auch Kleber rum. Tato. Was bringe ich dann mal dieser komischen Siedlerin mit, die sich da gerade über die Tato beschwert hat? Oh, scheiß Radio, echt. So, liegt hier irgendwas Sinniges rum? Irgendwas, was ich brauchen könnte? Ne, ich glaube, dafür muss ich ins Haus rein. Ja. Aber es ist schon eine schöne Ecke. So, dann gehen wir doch mal rein und gucken. Passt schon. Dann wollen wir doch mal. Ich hab da mal eine Nachricht für dich, Chef. Chefin. Was auch immer. Hallo. Schön, dich zu sehen. Also, ich war jetzt bei diesen ganzen Freaks. Rose hat ihnen hoffentlich keine Probleme gemacht. Oh nein. Ich meine, mehr als sonst. Lassen sich die Raider von uns helfen? Sie sind einverstanden. Wir brauchen nur den Impfstoff. Oder Sie meinen, ob ich Schmarotzer überzeugt habe, von meiner harten Arbeit zu profitieren? Naja, ich weiß ja nicht. Alles lief nach Vorschrift, so wie Vaultec es gewollt hätte. Also echt, ich bin doch kein Schleimscheißer. Nee, wir brauchen den Impfstoff. Gut, ich wusste, ich kann auf Sie zählen. Ich habe nachgedacht, wo wir den Impfstoff herstellen können. Ein paar unserer Optionen sind schmutzig. Aber wenn man sich überlegt, wer wohl eine speziell abgemischte Flüssigkeit in einer sterilen Packung herstellen könnte, wird es offensichtlich. Yeah. Speziell abgemischt, das kommt mir so bekannt vor. Also Intelligenz 4 Plus ist natürlich eine hübsche, schöne, logische Reaktion, aber speziell abgemischt, das passt viel besser. Schon mal eine Nuka-Cola-Werbung gehört? Es gibt eine Fabrik, direkt hier in Appalachia. Dort können wir den Impfstoff als Schluckimpfung herstellen. Treffen wir uns dort? Okay. Wäre ja so leicht gewesen. Oh mein. Also müssen wir jetzt nochmal durch die Nuka-Cola-Fabrik raiden. Aber davor sollte ich wirklich mal versuchen, meine ganzen Waffen irgendwie zu reparieren. Idealerweise mit genügend Klebstoff, wenn ich hier irgendwo welchen finde. Blechkanne ist schön. Ah, vielleicht hat sie unten noch ein bisschen was. Ich brauche Zeug. Oh, Aludosen, auch eine gute Sache. Kann man immer brauchen. Cram nehmen wir auch gerne mit. Also ich räume dir mal eben kurz ein bisschen die Bude aus. Ist doch okay für dich, oder? OP-Tablett, das nehmen wir mit. So, dann gucken wir doch, ob wir unten noch ein bisschen Kleber finden. Das wäre echt super. Du hast doch hier bestimmt irgendwo Kleber. Komm, Mädel. Irgendwo. Bisschen Kleber. Upsa. Räum's. Voll dagegen laufen und ich mach das Ding jetzt hier erstmal aus. Ah. Echt diese Geräusche. Da wird man doch bescheuert. Tischventilator ist gut. Aktenschrank ist nichts drin. Nee, ich habe wieder kein Glück irgendwie. Ich krieg auf jeden Fall ziemlich viel Zeug, aber nicht das, was ich will. Lose Schrauben nehmen wir auch mit. Wobei die provisorische... Hier sind auch nochmal welche drin, können wir auch brauchen. Die provisorische Batterie, die könnten wir natürlich auch einpacken. Oder die hier. Oder was auch immer.
Naja, auf jeden Fall, wir sind doch jetzt einen guten Schritt vorangekommen. Erfreulicherweise. Bisschen Plastik, nur leider kein Kleber. Das ist so ein bisschen scheiße. Ah, oh Mann. Wäre doch zu schön gewesen. Aber gut, den Kleber kriegen wir auch noch irgendwo zusammen. Ich fürchte nur, wir müssen uns dann mal durch die gesamte Fabrik schnetzeln, bevor wir dann endlich mal ein bisschen Frieden haben. So, was haben wir hier Schönes? Ist hier irgendwo Klebstoff? Lose Schrauben. Das wäre ja mal schön gewesen. Aluminiumdose können wir auch brauchen. Pümpel. Naja, wer weiß, was da alles Schönes drin ist. So, hier ist hier Spielzeug und so, die ganzen Sachen. Oh, ich kann hier Schlösser knacken, geil. Na? Noch ein bisschen. Was ist denn hier drin? Taschenuhr. Oh, das ist schön. Zahnräder können wir auch gut brauchen. Das sind alles wunderbare Sachen. Lässiges Outfit. Silbergabel nehme ich nochmal mit. Kartoffelchips. Ja, das sind so diese Sachen, die man immer ganz dringend braucht. Mit einem Bärchen. Ja, das Bärchen klaue ich ihr jetzt aber nicht. Das ist nicht nett, sowas. Aber den Kuchen klaue ich ihr. Ist eh schlecht für die Figur. Wenn sie die ganze Zeit... Ups. Oh. Stehe ich jetzt hier? Shit, ich stehe draußen wahrscheinlich. Ah. Nein, nicht noch ein Ladescreen, den ich nicht wollte. Oh Mann. Ja, das ist definitiv ein Spiel mit vielen Ladescreens. Das ist schon so ein bisschen lästig. Oh Mann. Aber ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich mich mal verabschieden. Der Ladescreen wird jetzt nicht zu einer sonderlich neuen Erkenntnis führen, da bin ich mir sicher. Aber er führt uns zur Erkenntnis, dass wir in der nächsten Folge dann in das Nuka-Cola-Werk latschen werden. Und ich glaube, da habe ich auch noch ein bisschen Weg vor mir, weil ich den Wegpunkt hier nicht habe. Den habe ich nur mit meinem Main-Charakter. Insofern sehen wir uns bald wieder, wenn wir wieder mal irgendwelche Dinge basteln, laufen und erkunden werden. Ich freue mich schon drauf und hoffe, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Also macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis denn. Und... Tschüss.